war nicht so sehr eine Sache des Kopfes, sondern es war irgendwie ein Gefühl, wo ich mir sagte, nein, das kann nicht der Weg der Zukunft sein. Und dann hörte ich davon, dass es eben auch möglich ist, organisch anzubauen. Und dann haben wir eben vor 20 Jahren angefangen, die Finca umzustellen und organisch zu machen. Wir glauben, dass dieses kurzfristige Denken, dieses nach Jahresbilanzen wirtschaften, eben fatale Folgen hat. Permakultur ist ein ganzheitliches Konzept, was den Menschen und dem Planeten natürlich dienlich ist und für uns auch die absolute Zukunft ist. Man lernt bei der Arbeit, man lernt durch Beobachten sehr viel. Wir denken, dass so eine Finca wie diese hier eigentlich die beste Universität ist, um zu studieren, weil man sieht es vor Ort, was passiert. Was wir merken, ist aber, je stärker wir den Boden aufbauen, je besser wir die Natur verstehen, desto besser wird auch der Mengenertrag. Aber uns interessiert nicht nur der Mengenertrag, sondern interessiert hauptsächlich der Qualitätsertrag. Wir müssen den Menschen die Mitteilung machen, dass der Einkauf von ökologisch erzeugten Produkten eigentlich der größte Umweltschutz und der größte Menschenschutz ist. Wir glauben, dass man die Erde nur so ernähren kann und nicht im anderen Weg. Die Kraft kriegt man aus dem Mix zwischen Kopf und Herz. Aber wenn das Herz fehlt, dann fehlt auch die Kraft.